begrüße euch ganz herzlich zum Livestream auf Facebook bei den Event-Reportern. Ich bin Sandra und ich bin Foodbloggerin und ich nehme euch heute mit auf über 1000 Quadratmeter voll mit leckerem Essen. Was kann es denn besser geben? Wir sind nämlich gerade in Bonn auf einem Event von Chefkoch im Food Hotel, im Hotel Grand Camea. Und ja, für alle, die jetzt nicht dabei sein können, also so kleiner Tipp, wenn ihr aus Köln, Bonn aus der Ecke kommt, schaut hier gerne nochmal vorbei. Bis heute Abend ist hier noch richtig was gebacken, wie gesagt, auf über 1000 Quadratmetern. Und für alle, die nicht dabei sein können, wir gehen jetzt hier gleich mal zusammen durch und werden uns einfach mal ja, die verschiedenen Aussteller angucken, bestimmt mal das eine oder andere Leckere probieren und so ein paar Stimmungsbilder einfangen. Und ich würde sagen, wir schnacken jetzt nicht lange, gehen mal rein. Kommt einfach mal mit. Wir sind jetzt hier im Eingangsbereich. Boah, hier wird es relativ warm hier drin und auch ein bisschen lauter. Ja, und ihr seht jetzt hier schon mal, habt ihr einen Blick auf die große Halle im Grand Camea hier in Bonn, wo sich überall die verschiedenen Foodstände verteilen. Wie gesagt, es gibt querfeldein alles. Es gibt genug zu trinken, ist ja auch immer wichtig. Alkoholisch wie nicht alkoholisch natürlich. Ja, und leckeres Essen. Und ja, dann schauen wir einfach mal und gehen mal so ein bisschen herum, nehmen euch mit und gucken mal, welche Aussteller ja, uns denn hier erwarten. Okay, los geht's. Geht's erstmal mit Getränken los bei Burgen Gin. Gucken wir mal weiter, wenn wir uns hier einmal rumdrehen. Werner Wermut. Also ich stelle fest, auf jeden Fall die Stände, wo es was zu trinken gibt, die sind irgendwie rege besetzt. Ne? Jackie F., Jack Frucht, habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört, der eine oder andere. Die Kotzfrucht, ne? So heißt sie ja, glaube ich, auch. Ich muss sagen, ich habe die noch nicht probiert. Ja, hinten geht es weiter in der Halle. Und hier sind wir auch eben schon mal durchgegangen. Hier kann man dann an Foodtrucks essen. Es gibt verschiedene Trucks mit Seafood, mit Burgern, wie auch veganes, vegetarisches Essen. Also alles, was das Herz begehrt. Kann man sich auch nett hinsetzen. Also wirklich super schön gemacht. Ja, aber wir gehen jetzt erstmal ein bisschen rum. Danke für die kurze Zeit. Danke für eure Aufmerksamkeit. Genießt Wein. Spaß mit einem guten Glas. Ja, da drüben, da drüben. Auf der da Bühne auch immer. Super Programm den ganzen Tag über. Vielen Dank auch an das Team von Chefkoch, dass ich da sein durfte. Und hier finden auch ein paar Workshops statt, wo ihr auch immer noch teilnehmen könnt. Vielen herzlichen Dank. Danke dir. Die sind zwar eigentlich ausgebucht, die Workshops, aber es gibt immer noch kurzfristig freie Plätze. Also wer da selber Hand anlegen möchte, kann das natürlich auch super gerne tun. So, dann gucken wir mal, wo es uns hin verschlägt. Ich werde auch gleich mal mit in den Livestream reingehen, mal gucken, wer von euch schon dabei ist und ob ihr eventuell schon Kommentare geschrieben habt. Schreibt gerne was, wenn ihr Fragen habt, haut in die Tasten. Oder aber, wir können ja mal einmal hier komplett rumschwenken, wenn ihr irgendeinen Stand entdeckt, wo ihr jetzt sagt, das wäre mal geil, wenn ihr da mal hingehen würdet, machen wir das natürlich gerne. Schreibt es einfach in die Kommentare und schwuppdiwupp flitzen wir natürlich auf jeden Fall dahin und probieren, was das Zeug hält. Film hier gerade mal ein bisschen durch. Ja, und dann könnt ihr euch einfach mal einen Überblick verschaffen, wo es denn so hingehen soll. Ich schalte jetzt mal parallel den Livestream an und guck mal, wer von euch schon mit am Start ist. Ah ja, ich sehe auf jeden Fall was. Sehr cool. Also wie gesagt, wenn ihr da besondere Wünsche habt und sagt, ja, das will ich quasi mal probieren, das will ich mal sehen, dann kommentiert einfach fleißig. Ja, ansonsten würde ich sagen, starten wir einfach mal unseren Rundgang hier. Sie lachen schon so. Ja, hallo. Ich bin Sandra von den Event-Reportern. Und ja, wir begleiten heute hier das Event. Sind gerade live auf Facebook, nur zur Information. Prima. Ja,
Vielleicht habt ihr ja Lust, ein bisschen was zu erzählen, was ihr hier anbietet, was ihr hier macht. Machen wir gerne. Super. Soll ich cool. Also wir haben Moringa uns auf den Fokus geschrieben. Moringa hat mir damals nach einem Unfall sehr geholfen und dann habe ich gesagt, ich möchte Moringa publik machen. Moringa ist eine gesunde Pflanze, die hat über 90 Vitamine und Nährstoffe in ihrem Blatt. Und ich habe dann gesagt, okay, Moringa trägt so einen Mehrwert in sich, weil das eigentlich in Afrika wächst. Ich möchte Konsumprodukte entwickeln, die einen wirklichen Mehrwert in sich tragen. Habe dann gesagt, ich gehe nach Afrika, errichte Plantagen, helfe den Leuten beim Aufbau von Infrastruktur und mache Konsumprodukte, wie ein gesunder Eistee, wie gesunde Limonaden dort unten oder Energygetränke. Und das ist eigentlich alles. Wir möchten einfache Getränke machen, die wertig sind, also mit Agave und Zitrone verfeinert. Und Moringa ist der Fokus, weil es den Tatbestand des Mehrwertes in sich trägt. Ja. Das ist quasi unser Konzept, nachhaltige Konsumprodukte mit Mehrwert zu gestalten, wo allen in der Lieferkette geholfen ist. Ja, ist ja cool. Habe ich bislang noch nichts von gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber klingt auf jeden Fall super. Möchtest du mal probieren? Vielen Dank schon mal. Ja, gerne. Wenn wir doch schon dabei sind. Ich probiere ja immer gerne. Achso, das gibt es auch in Form von Kapseln, genau, sehe ich gerade. Möchtest du das noch ein bisschen detaillierter erklärt haben? Trinkt man das so pur? Oder das trinkt man pur. Nee, das ist Eistee. Also wie ein Schnäpschen. Genau, wie ein Eistee. Bloß mit Agave und Zitrone. Mehr ist halt nicht drin. Ne? Sehr erfrischend. Ja. Da ist wahrscheinlich jetzt auch kein Zuckerzusatz. Kein Zuckerzusatz, oder? Keine Konservierungsstoffe, keine Geschmacksverstärker. Ja, ne? Genau. Und das ist das Blattpulver. Also so sieht das Blattpulver pur aus. Immer darauf achten, leuchtend grüne Farbe, Rohkostqualität, und das verarbeiten wir auch so in unseren Produkten. Ja, okay. Cool. Und hier kriegt man das Ganze quasi dann nochmal in Kapseln, wenn man das jetzt eben... Genau, wir haben eine gesunde Kosmetiklinie, wir haben gesunde Getränke, die bei der Edeka und der Rewe stehen und sind heute hier bei dieser Veranstaltung, um natürlich auch Moringa für Chefkoch hier bereitzustellen, weil man nennt Moringa auch den Meerrettichbaum und man kann mit Moringa auch würzen. Also man kann jede Speise mit Moringa verfeinern. Cool. Ja. Ist auf jeden Fall sehr flexibel einsetzbar. Ja. Super. Vielen Dank. Ja, ich habe zu danken. Ja, dann viel Erfolg noch, ne? Und danke, schönen Tag und, noch. Schöne Messe. Danke. Tschüss. Ja, es war auf jeden Fall jetzt schon mal was, muss ich ganz ehrlich sagen, kannte ich bislang auch noch nicht. Man lernt ja nie aus. Das ist ja gerade das Coole hier, ja, dass man einfach immer neue Sachen entdeckt. Falls ihr jetzt gerade erst zugeschaltet habt, wir sind hier live aus Bonn, aus dem Grand Camea Hotel, auf dem Food Hotel Event von Chefkoch. Das ist eine große Foodmesse auf über 1000 Quadratmeter. Ganz, ganz viele, ja, ganz verschiedene Aussteller mit Food, mit Getränken, mit einigen speziellen Ständen. Und wir nehmen euch heute so ein bisschen mit. Gleich geht's mal zum nächsten Stand, zu meiner Backbox. Hi Tobi, freue mich voll, dich zu sehen. Schön. Ja, und du hier in offizieller Mission. Ja, ich bin heute mit den Event-Reportern unterwegs und damit du Bescheid weißt, wir sind gerade live auf Facebook. Wow. Und ja, vielleicht hast du ja Lust, ein bisschen was zu eurem Konzept zu erzählen, zu meiner Backbox, wenn du magst. Ich muss sagen, ich kenne meine Backbox selber auch, bin da total begeistert von, aber ich lasse jetzt mal den sprechen, der für meine Backbox lebt, der kann da nämlich definitiv mehr zu sagen. Ja, Tobi, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du so ein bisschen was darüber erzählst. Meine Backbox ist die Überraschungsbox rund ums Backen und Dekorieren. Die erscheint alle 2 Monate. Wir haben immer 6 bis 8 Produkte in einer Box mit den passenden Rezeptkarten. Das heißt, es gibt 3 bis 4 Rezepte in jeder Box. Unten sieht man immer, welche Produkte aus der Box ich benötige für das Rezept. Die Rezepte werden auch passend zu den Produkten kreiert. Hinten auf der Rezeptkarte findet man eine bebilderte Anleitung und bei uns im Kundenbereich auf der Webseite findest du auch ein Videotutorial passend zum Rezept, falls man sich das mal angucken möchte, wie eine bestimmte Technik geht, wie was weiß ich, mache ich meinen Blätterteig selber, dass man das sich im Videotutorial nochmal angucken kann. Das ist ja auch super praktisch mit den Videotutorials. Absolut, vielleicht genau. Magst du das ja gerade mal in die Kamera halten, dass man mal sieht, was das Leckeres ist. Neapolitaner-Kissen. Wir lassen uns auch immer was Lecker. Neues einfallen. Wir haben zum Beispiel aus Mannerschnitten eine süße Füllung gemacht und haben dann mit dem Teigroller, der damals in der Box drin war, diese Kissen gemacht, die man backen kann oder frittieren kann. In der Box findet sich auch immer das Meine Backbox-Magazin. Da werden die Produkte einzeln nochmal vorgestellt. Es gibt so ein bisschen Hintergrundinformationen zum jeweiligen Thema der Box.
und so ein bisschen Trivia halt und noch mal eine Bastelanleitung, noch mal ein zusätzliches Rezept. Also das ist quasi das Rundum-Sorglos-Paket für alle, die gerne backen und dekorieren. Finde ich eine total super Sache, zumal oftmals scheitert jetzt ja dran, dass man immer sagt, das kennt ihr wahrscheinlich auch, ja, ich habe dies nicht zu Hause und jenes nicht zu Hause, dann muss ich mir für ein Rezept wieder jetzt irgendwas kaufen, das ist ja echt ein tolles Konzept. Also ne? Im Grunde genommen kriegt ihr alles, was ihr braucht, lediglich die Grundzutaten, die müsst ihr zu Hause haben, so wie Zucker, Butter, Eier, Mehl, wobei ihr, wenn ihr eine Box bestellt, vorher eine E-Mail bekommt, du würdest zum Beispiel eine E-Mail bekommen, liebe Sandra, deine Box ist auf dem Weg zu dir, hier kommt deine Einkaufsliste, du wirst für die Rezepte brauchen 3 Eier, 250 Gramm Mehl, 60 Gramm Kakao und du kannst dann noch einkaufen gehen, schnell in den Supermarkt um die Ecke und wenn die Box dann kommt mit DHL, kannst du sofort losbacken, weil du alles hast, was du brauchst. Ja. Also die Werkzeuge oder spezielle Zutaten, wie mal eine besondere Schokolade oder vielleicht mal ein besonderes Craft-Bier, was wir auch schon in der Box hatten, ein alkoholfreies. Das kriegst du alles mit nach Hause geliefert und ja, hast alles, was du brauchst. Cool, das ist ja richtig geil. Ist ja auch süß, dass hier direkt die Ausstecher und alles mit dabei sind. Genau, also das sind jetzt Beispiele für Produkte, die schon mal in der Box drin waren. Ah, okay, also es ist jetzt nicht diese Herbstbox, sondern nee, genau. Quasi was alles schon mal Herbstbox hat das Thema. War. Das ist auch super, das Teil. Jahrmarktleckereien, also da findet ihr Produkte und Rezepte rund um das Thema ihre Jahrmarktleckereien. Ja, das Oktoberfest war ja gerade. Genau, auf jeden Fall. Ja. Also ich kann schon mal so viel spoilern. Da ist ein Rezept drin, was richtig, richtig genial ist. Also unsere Freunde und Fans, ich sage immer Freunde und Fans der Backbox, sind hellauf begeistert gewesen. Und jetzt hat man hier natürlich die Chance, eine Box mal mitzunehmen zum Messepreis, um zu gucken, ist es was für mich und dann ein Abo abzuschließen. Ja. Aber ich kann euch sagen, ihr werdet begeistert sein. Und ihr werdet mit Sicherheit auch ein Abo abschließen, weil es ist schon ganz cool, das Konzept. Ja, aber ich finde es auch gar nicht schlecht, dass man einfach mal so testweise eine Box mitnehmen kann, ganz dass man genau. Sich das mal angucken kann. Mhm, aber genau. Cool. Und einen Adventskalender gibt es auch, sehe ich gerade. Einen Adventskalender gibt es auch, sehr den cool. Kann man online bestellen ja. Auf unserer Webseite meinebackbox.de und der kostet 59 Euro. Super, ja cool. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Vielen Dank, ja, ne, dass auch. Ihr die Zeit Vielen genommen Dank. Hast und wir sehen uns bestimmt später nochmal. Ja, mal, ich ne? Hoffe doch. Na, Logo. Bis nachher. Ja, cool. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich finde es wirklich eine ja, richtig tolle Sache. Weil ihr kennt das wahrscheinlich auch selber. Ne? Dann lest ihr irgendwo ein Rezept und denkt euch, oh, nee. Und wo kriege ich denn diese Zutat her und jene Zutat her? Ja, oder aber auch man traut sich das vielleicht nicht zu. Von daher echt cooles Konzept. Ja, das war jetzt was für die Backfreunde. Jetzt sind wir hier direkt bei Chefkoch im Chefkoch-Shop. Da gucken wir bestimmt auch gleich mal vorbei. Was gibt es denn hier Schönes? Ich sehe schon wieder den nächsten Adventskalender. Im Moment voll der Adventskalender-Hype. Hi, ich bin Sandra. Wir sind hier für die Event-Reporter unterwegs und gerade live auf Facebook. Habt ihr vielleicht Lust, ein bisschen was zu erzählen, was ihr heute macht am Stand? Ich sehe schon Adventskalender am Start. Genau, ja, wir cool. Haben mehrere Sachen heute hier. Wir haben einerseits unser Chefkoch-Print-Magazin, das viele nicht kennen, weil uns gibt es nicht nur online und digital, sondern auch als Magazinform. Das kann sich jeder mitnehmen, der hier vorbeiläuft. Und dieses Jahr zum ersten Mal haben wir einen Adventskalender. Wie man sieht, hat er halt größere Boxen, da sind verschiedene Überraschungen drin, größtenteils Zutaten zum Kochen. Teilweise cool, darf man da schon mal reingucken? Da darf man schon mal reingucken. Oder ist das noch streng geheim? Das ist größtenteils natürlich streng geheim. Okay, aber wir sind ja gerade nur live auf genau. Facebook. In einen können wir mal reingucken. Das Schöne ist, hinten drauf gibt es immer einen QR-Code. Mhm. Mit dem kommt man auf eine Seite, wo es dann immer Rezepte zum jeweiligen Inhalt gibt, damit man sich nicht so allein gelassen fühlt, sondern weiß, was kann ich denn damit jetzt noch kochen. Cool. So, in dem Fall haben wir jetzt zum Beispiel einen Champagner-Senf drin. Das war bei Nummer 4, cool. Genau. Das heißt, den kann man ja so natürlich benutzen, aber halt auch zum Kochen. Und wie gesagt, wir bieten dann Rezepte an als Inspiration. Es gibt aber auch Sachen, die kann man einfach sofort essen. Es gibt Kochutensilien, die beim Kochen unterstützen sollen. Genau. Wer das ist eine coole Idee. Und das habt ihr aber das erste Jahr jetzt mit den Adventskalendern, genau, oder? Jahr. Ist das an mir vorübergegangen bislang? Nein, nein, das hast du richtig gesehen. Das ist ja dieses Jahr zum ersten Mal. Deshalb gibt es auch nur 2000 Stück, weil wir einfach mal einen kleinen Test starten wollten. Ja. Also, wer möchte, schnell zugreifen, solange es noch welche gibt. Ja. So ein Adventskalender geht ja immer, ne? Genau. Bis
einschließlich Montag gibt es auch nochmal 5 Euro Rabatt als quasi Early Bird Rabatt. Von daher sollte man schnell zuschlagen. Genau, und wer möchte, kann in dem nächsten Jahr natürlich auch selbst befüllen. Das ist das Schöne an diesen Boxen. Also man kann den quasi wiederverwerten. Ja. Und wenn es gut läuft, machen wir den vielleicht regelmäßig. Ja, cool, dann vielen Dank. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, lest ihr denn eigentlich noch Kochbücher, lest ihr noch Rezepthefte oder seid ihr eher so der Typ nur online unterwegs? Ich finde das ja eigentlich immer ganz cool, obwohl ich ja selbst Foodblogger bin, das heißt ja im Online-Business unterwegs bin. Ich finde es aber trotzdem immer noch mal schön, ja, wenn man mal was in der Hand hat und so ein bisschen drin schmökern kann, ist doch irgendwie immer noch mal was anderes. Back to the roots sozusagen. Okay, dann gehen wir mal weiter. Danke euch, ne? Ciao. Bis vor 70 Jahren gab es. So, hier ist auch nochmal, geht es auch nochmal weiter mit dem Chefkochstand. Die Kollegen sind aber gerade in Action. Da habe ich was gefunden, das Beste aus der Kokosnuss. Falls ihr es noch nicht wusstet oder wer mich noch nicht kennt, ich bin ein absoluter Kokosnuss-Junkie und an diesen Stand muss ich einfach hin. Das muss ich mir auf jeden Fall mal genauer angucken, was da Leckeres zu probieren gibt. Coco up your day. Hallo! Ich bin ein großer Kokosnuss-Fan. Wir sind heute unterwegs mit den Event-Reportern und sind gerade live auf Facebook und wollen unseren Zuschauern mal so ein bisschen Eindrücke übermitteln, was hier heute so passiert. Und hier gibt es alles von der Kokosnuss? Exakt, ja. So ist es. Also angefangen mit dem Virgin Coconut Oil, wo meine Schwester die erste war, die das vor 15 Jahren importiert hatte. Aus den Philippinen und aus den Salomon-Islands. Gucken wir uns das mal an. Dann natürlich mit den verschiedenen Varianten, was man auch aus dem Mehl, aus dem Fruchtfleisch machen kann. In verschiedenen Formen. Aber ich gebe weiter an meine Frau, die kann Ihnen da besser ausmachen. Super. Hallo, schönen guten Tag. Ich bin Sandra. Wir sind hier von den Event-Reportern heute für Chefkoch unterwegs und wollen unseren Zuschauern gerade auf Facebook, die jetzt heute nicht mit dabei sein können, so ein bisschen was zeigen, welche Stände hier sind. Und ich habe gerade euren Stand entdeckt und gesagt, da muss ich hin, weil ich bin ein riesengroßer Kokosnuss-Fan. Ja, und mich würde es einfach mal interessieren, was habt ihr denn so für Produkte? Was macht euch so aus? Ja, ich sehe schon, das ist relativ viel. Ne? Wir sind Familienunternehmen. Wir sind das Familienunternehmen und wir wurden 2004 von der Christine Grotendick gegründet. Die hat selber 8 Jahre auf den Philippinen gelebt und hat das Virgin Coconut Oil kennengelernt, schätzen gelernt und nach Europa gebracht. Und im Laufe der Jahre kamen jetzt immer mehr Produkte dazu, das Kokosmehl, Kokosmus, ein ganz tolles Kokoswasser aus der King-Kokosnuss aus Sri Lanka. Dann die Kokosblütenvinaigretten, das ist auch ein sehr schönes Produkt aus Kokosblütensaft, der natürlich fermentiert und dann über 8 Monate reift. Eine sehr, sehr schöne Würzsoße. Ist das so, kann ich das auch so verwenden wie Kokosblütenzucker, also als Ersatz dann diesen Sirup? Oder? Das ist kein Sirup, als Sirup haben wir auch. Ach so, okay. Den Sirup haben wir da drüben bei den Waffeln. Das ist mehr so eine würzige Würzsoße und der Sirup ist ja mehr süß, wobei man den natürlich als Soßenbasis mit karamellisierten Zwiebeln auch schön eben in der würzigen Küche dann einsetzen kann. Also Kokos ist so vielseitig und nicht nur also für die asiatische Küche. Ja, das ist ja auch immer mehr und mehr im Kommen. Also ich habe selbst schon viel verwendet, also sei es jetzt mit Kokosöl anzubraten oder quasi als Bodylotion zu verwenden. Genau, es geht ja auch immer. Man riecht ja auch sehr gut danach, muss man sagen. Genau, für Haut und Haar. Ja, und zum Backen habe ich es auch schon verwendet. Wie kann man das normale Mehl mit Kokosmehl, das kann man nicht 1:1 ersetzen, ne? 1:1 kann, da wird das Ganze ein bisschen trocken. Also wir empfehlen immer so 10-25% der herkömmlichen Mehlmenge mit Kokosöl, mit Kokosmehl ersetzen und dann ein bisschen mehr Flüssigkeit dazu geben, weil das ja Feuchtigkeit zieht. Und gleichzeitig kann man aber die Zuckermenge auch etwas reduzieren, weil Kokosmehl eine schöne natürliche Süße mitbringt und den Teig dann auch aufwertet. Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch immer, es schmeckt ganz anders. Also ich mache ja auch sehr viel mit Kokosmehl. Weil ihr wisst ja vielleicht, falls jetzt jemand zuschaut, der von Sandras Kochblog gerade kommt, dass ich mich ja überwiegend Low Carb ernähre und da ist natürlich Kokosmehl absolut perfekt. Also ich arbeite da auch super gerne mit. Und ja, hier ist jetzt wahrscheinlich das Kokosöl dann. Was ist das Kokosöl? Ach, Kokosmus. Ja.
Das ist das Kokos Mousse, das ist ganz fein vermahlenes Kokosnussfleisch. Also kann man sehr schön nehmen für indische Curries. Da gibt man diese Sämigkeit eben her für die Soßen, diese schöne Textur. Oder für die Patisserie, also als Pralinenfüllung. Dann für Kühlschranktorten ist es auch wunderbar. Oder dann kalt geraspelt eben als Parmesan-Alternative im Pesto oder über Rote Beete. Da kann man sehr schöne Geschmackskunst, also Akzente setzen. Ja, super, dann vielen herzlichen Dank. War auf jeden Fall mal sehr interessant, weil man kennt ja doch meist nur so das übliche Mehl, Öl, aber gibt es ja wirklich ziemlich viel drumherum. Dann viel Spaß noch. Dankeschön. Absolut. Die Leute, die Gäste, die diese Verbergen haben. Bitte? Ging das? Nochmal, ich habe es jetzt gerade angerufen. Alles super. Danke. Tschüss. Okay. Ja, der Stand Kokosnuss. Es gab leider nichts zu probieren. Naja, gut, ich hätte ja mal fragen können. Egal. Ja, wenn ihr auf jeden Fall hungrig seid und ein bisschen größere Portionen haben wollt, dann haben wir ja hier so einen riesigen Bereich mit den ganzen Food Trucks. Finde ich richtig cool. Da können wir ja auch mal zusammen durchgehen. Und vielleicht finden wir ja mal den einen oder anderen, der am Futtern ist. Ich weiß, das ist immer total gemein, wenn einer am Essen ist, die Kamera drauf zu halten. Ich mag das ja selber nicht. Aber mal gucken, vielleicht findet sich ja irgendjemand. Aber ich zeige euch jetzt auf jeden Fall erstmal, was es so Leckeres gibt. Das sieht ja schon mal sehr vielversprechend aus. Süßkartoffelpommes mit Avocado. Lecker. Und lasst es euch mal schmecken. Oh, auch geil. Wo gibt's die denn? Da muss ich auf jeden Fall, da müssen wir nachher mal hin. Dann lasst es euch schmecken, ne? Süßkartoffelpommes gehen ja immer. Und Fisch und Chips auch. Was haben wir jetzt hier? Chili. Ah, verschiedene Chilis. Süßkartoffelchili, ist ja auch cool. Erdnuss-Koriander-Salsa. Hi! Ist ja gerade keiner da, dann darf ich mich mal hier vorbeischleichen. Ich bin gerade mit den Event-Reportern unterwegs. Wir sind gerade live auf Facebook und ja, wollen unseren Zuschauern so ein bisschen zeigen, was ihr hier so Leckeres macht. Magst du vielleicht mal kurz erzählen, was es an eurem Stand, an eurem Truck Leckeres gibt? Hast du Lust drauf? Also wir haben Chili aus aller Welt, wir kommen aus Köln und das Konzept ist, dass wir sind rumgereist und haben von überall Inspiration gesammelt und haben aus allen Ländern Chili con Carne gebastelt. Also wir haben hier 5 dabei, libanesisch, indonesisch, dann mexikanisch, 2 sind auch schon aus, weil das, wir haben nicht mit dem... Welche sind denn schon aus? Das Erdnuss-Koriander? Ne, da ist irgendwas mit Erdnuss-Koriander. Ne, das ist das Topping, ne? Achso, die sind ja durchgestrichen. Libanesisches Zitronenhühnchen, das Saté-Chili. Das indonesische Saté-Chili ist schon aus und das libanesische Zitronenhühnchen ist auch aus. Mein Kollege ist gerade schon auf dem Weg zur Küche, um Neues zu holen, aber weil die in Köln ist, dauert es eine Weile. Ja, und dann haben wir noch ein Shakshuka, das ist so ein israelisches Nationalgericht. Das wird traditionell mit einem Spiegelei serviert, aber wir machen das mit einem pochierten Bio-Ei. Und dann haben wir ein Süßkartoffelchili für, also die unteren beiden sind auch vegan, wenn man das Ei weglässt. Genau, ja. Aber es ist ja auf jeden Fall schon mal ein cooles Zeichen, finde ich, dass nicht das mexikanische Chili con Carne aus ist. Also das ganz klassische, also offenbar trauen sich die Leute hier auch mal was Neues zu probieren. Die Leute hier auf dem Event haben auf jeden Fall Bock, neue Sachen auszuprobieren. Also das ist schon super. Ja, cool. Also wenn der Hunger nachher kommt, ich gucke auf jeden Fall mal vorbei. Ich bin nämlich auch vor allem scharf auf das Erdnuss-Koriander-Salsa. Das ist so, glaube ich, voll mein Ding. Super, danke dir, ne? Viel Spaß noch. Ich weiß gar nicht, wo ich mich nachher hinsetzen soll, wo ich mir nachher überall was holen soll. Ich könnte mich ja hier durchfuttern, bis der Arzt kommt. Werde ich auch nachher hundertprozentig machen. Bleibt aber unter uns, ne? So, hier gibt es vegane Burger und Wraps, ne? Ich lese gerade klassisch Falafel-Wrap, Gyros-Wrap. Ach so, Soja-Gyros. Ich wollte gerade sagen, Gyros ist doch nicht vegan. Und Sandwiches. Auf jeden Fall auch gut beschäftigt, guter Andrang. Ich glaube, das nimmt ja immer mehr und mehr auch zu. 100% vegan. Orient-Sandwich, Big B-Burger aus Seitan. Kenne ich mich ja so gar nicht mit aus, muss ich sagen, mit den Produkten. Aber ich lasse euch mal gerade einen Blick reinwerfen. Das sieht auf jeden Fall alles lecker aus. Und Süßkartoffelpommes. Ich sag mal, Pommes gehen ja immer, ne? Ja, auf jeden Fall sieht super gesund aus. Hier kommen die richtigen Burger.
Slow Food. Was ist dein Lieblingsburger? Liebe geht durch den Magen. Ja, das ist ja auch mein Spruch. Das sieht ja auch mal richtig geil aus. Lieblingsburger. Also ich glaube, wenn ich mir den so angucke, dann wird das auch, könnte das auch mein Lieblingsburger werden, weil ich sehe da schon Bacon drauf und Käse und die Kombination ist so immer geil. Das wird ja nicht auffallen, ne, wenn ich mir den so da wegnehme. Wir sind gerade live auf Facebook. Genau, wir wollen ein bisschen berichten hier von dem Event für alle die, die jetzt nicht live dabei sein können, nehmen wir die quasi hier live mit und machen denen so ein bisschen die Nase lang. Das geht natürlich an einem Burgerstand immer super gut. Ach, herrlich. Und schon wieder irgendwas, wo ich definitiv nachher nochmal vorbeigehen muss. Ich guck mal gerade, ja, Chili Cheese läuft. Ja, cool. Was wird hier gerade Feines gemacht? Welche Bestellung ist gerade raus? Wie bitte? Sorry. Was macht ihr hier gerade Leckeres? Welche Burger sind gerade am Start? Ja, sag ich in einer Sekunde. Wir haben jetzt einen Classic, wir haben jetzt einen Doppel-Patty-Chili-Cheeseburger. Doppel-Patty-Chili-Cheeseburger. Das könnte meine Bestellung sein. Sehr geil. Das sieht auf jeden Fall mega aus. Wir können ja mal gerade... Hier könnt ihr nämlich mal schauen, wie die Burger zusammengebaut werden. Boah, ich krieg Hunger, Leute. Oh, lecker. Was ist das jetzt für einer? Nur mit Fleisch. Nur mit Fleisch, ja, ist auch das Wichtigste, ne? Dann guten Appetit. Ach ja, so ein Burger geht doch immer, ne? Wie viel haben wir denn jetzt hier? Wir haben jetzt eins, da waren wir noch nicht. Da gehen wir nämlich gleich noch in eins, zwei, drei, vier Food Trucks. Also vier schaffe ich auf jeden Fall. Ich sag mal eine Dreiviertelstunde, dann bin ich da durch und habe lecker gefuttert. Ja, hier ist auch eigentlich ganz nett, finde ich, wenn man einfach mal so ein bisschen Päuschen machen möchte, wenn man sich schon Inspiration geholt hat und einfach mal sagt, komm, ich setze mich eine halbe Stunde hin, esse was Leckeres, habe jetzt mich genug durchprobiert und gehe vielleicht nachher nochmal eine Runde rum. Jetzt gucken wir mal gerade, hier haben wir noch einen Stand, Alaska Seafood Healthy and Delicious, sehr, sehr cool, Wildlachsburger, das klingt ja schon mal richtig geil, kombiniert mit dreierlei hausgemachten Soßen, Fish and Chips, ach, da waren die Fish and Chips auch. Her, die eben so lecker aussahen. Und Süßkartoffelpommes. Sehr cool. Hi, ich bin Sandra. Ich bin gerade mit den Event-Reportern live auf Facebook. Ja, für alle, die jetzt hier gerade zuschauen, falls ihr jetzt neu eingeschaltet habt, wir sind im Food Hotel in Bonn von Chefkoch im Grand Camea. Und wir nehmen euch jetzt so ein bisschen mit. Falls ihr jetzt hier nicht vor Ort sein könnt, dann machen euch ein bisschen die Nase lang mit all den Leckereien. Und wir sind jetzt hier gerade ja, im Food-Bereich, also beziehungsweise ja, hier stehen die ganzen Food-Trucks, hier gibt es viele Leckereien. Und jetzt sind wir eben gerade am Seafood-Stand Forever Wild. Was wird denn gerade bei euch Schönes gebrutzelt? Das riecht ja super. Wir haben hier Fish and Chips. Fish and Chips mit Alaska Seelachsfilet und den Wild-Seelachs-Burger. Ja, und wir haben noch den Keta-Lachs auf dem Salatbett, also eine ganz feine Sache. Klingt auf jeden Fall gut. Sieht auch alles sehr lecker aus. Hier steht auch schon wieder sowas, was ich mir direkt schnappen könnte, aber nicht machen werde. Danke. Ja, dann würde ich doch sagen, wir gehen einfach nochmal weiter rein, ne? Ist ja irgendwie auch gemein, wenn ich hier die ganze Zeit auf das leckere Essen filme. Ihr wollt ja bestimmt auch noch was von den Ständen sehen. Von daher gucken wir doch einfach mal. Ich würde sagen, rechts, links, wir gehen mal da lang. Wenn ihr schon von Anfang an dabei seid, wisst ihr, was jetzt gleich kommt? Dudel, 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 dudel. Hier ist die Bühne. Aber da stellen wir uns jetzt nicht drauf. Wir gehen nämlich jetzt mal weiter und gucken mal, was uns noch Leckeres erwartet. Es wird auf jeden Fall im Moment wieder so ein bisschen voller, habe ich so das Gefühl. Hey, ja cool. In unseren Stories erwähnt. Ja, genau. Ja, freut mich. Du sahst ganz, ganz toll aus. Dankeschön. Ja, das freut mich. Und du? Oh. Ja, ist ja richtig cool hier. Wir sind gerade live auf Facebook bei den Event-Reportern. Ach so, ihr habt mit mir geschrieben. Ja, genau. Hi. Hast du Lust, ein bisschen was zu erzählen zu eurem Event? Weil wir wollen ja ein bisschen live gehen. Vielleicht ist ja noch irgendjemand aus der Nähe, Köln, Bonn, der jetzt sagt, komm, ich habe Hunger, will mir das mal angucken, der jetzt noch vorbeikommt. Ja, oder für all diejenigen, die jetzt einfach nicht hier live sein können.
nehmen wir ja, die Leute so ein bisschen mit und zeigen die Stände. Haben den eben schon mal die Nase lang gemacht, drüben im Bereich. Oh ja, im Foodtruck-Bereich. Oh, lecker. Ja, ja, ich hätte mir direkt überall was mitnehmen können. Ja, diese Foodtrucks haben wir zum Teil auch bei Chefkoch vor der Tür stehen. Also ich stelle mich mal kurz vor. Hallo, ich bin Bella. Ich arbeite für Chefkoch im Social-Media-Community-Team. Und das, was ich mache, ist genau das Gleiche wie Sie. Renne also hauptsächlich mit dem Handy oder der Kamera rum und führe die Leute genauso durch dieses Event wie du. Wie ist eigentlich dein Name? Sandra. Hi, ich bin Bella, freut mich. Wie Sandra. Und ja, wenn du Fragen hast, kannst du die gerne an mich stellen. Ich bin nur ein bisschen verschwitzt, glaube ich. Ja, hier ist auch tierisch warm drin, ne? Vor allem, wenn man die ganze Zeit hier rumläuft, merkt man es ja. Liegt an der Menge der Menschen. Wie gefällt es dir denn hier bei uns super, heute? Super, total cool. Ja, es sind auf jeden Fall, also ich bin ja auch Foodbloggerin und bin ja heute mit den Eventreportern hier unterwegs. Ich habe schon so den einen oder anderen Stand gesehen, die eine oder andere Firma, die ich auch schon kenne. Aber echt coole Sachen dabei. Vor allem so querfeldein. Genau. Das ist ja auch unser Ziel, dass wir von allem ein bisschen was dabei haben. Also, dass wir halt den Leuten was vermitteln können. Gerade aus der Region kommen viele Hersteller, die jetzt heute hier vor Ort sind mit ihren Ständen. Ganz besonders ist halt auch der Wein vertreten und Gin, ne? Ja, das habe ich schon direkt festgestellt, direkt am Eingang. Ja, ob wir jetzt einen Hang dazu haben, Chefkoch und das Kamel, das lasse ich jetzt offen. Man könnte es ja vermuten. Ja, genau. Aber ich sag mal, hat es direkt gut positioniert, ne? Direkt, man kann eigentlich nicht dran vorbeilaufen. Eigentlich ja sogar direkt zwei, ne? Wenn man reinkommt. Da genau, ist das noch, ist der Weingut Pieper. Weingut Pieper habe ich einen ganz besonderen Bezug zu. Und zwar kommen die aus Bad Honnef. Und Felix Pieper und seine Familie machen das schon ganz, ganz lange. Die sind da am Gebiet Drachenfels, Siebengebirge angesiedelt und vertreten damit das Siebengebirge hier. Daneben ist Werner Wermut. Werner Wermut kann man übrigens auch sehr gut mit Gin Tonic, also mit Tonic Water trinken. Danke für den Tipp. Ja, das ist ein guter Tipp. Habe ich auch von den Jungs da kennengelernt bei der letzten Küchenparty. Ja, ja. Aber kennt ihr schon Wein doch? Nee, noch nicht. Okay, wollt ihr mal mitkommen zu Weindorf? Ja, super gerne, auf jeden Fall. Wir müssen zu Weindorf gehen. Weindorf sind für mich ganz, ganz tolle Jungs hier aus Bonn. Das ist ein Freundeskreis, aber das könnt ihr euch gleich selber erzählen. Ich war gerade auch auf dem Weg dahin. Also alleine finde ich persönlich, was die Jungs ausmacht, sind schon ihre Gläser. Das sind drei Jungs, die sich zusammengeschlossen haben, einen Wein mit einem, wie sagt man, Winzer kreiert haben. Und das sind übrigens unsere Köche, die sind so, die sind ganz super. Sehen cool aus. Ja, die können gleich vielleicht auch mal Hallo sagen. Ich wollte die schon heil machen. Ankücken. Ja, ich guck mal gerade, ob die Jungs da sind. Ja, genau. Wir kommen einfach mal mit. Ich suche mal gerade, das Witzige ist, die heißen Daniel und Daniel und Khaled. Das sind drei Freunde, die sich zusammengeschlossen haben. Daniels, die möchte ich euch ganz, ganz gerne vorstellen. Die kommen aus Bonn und aus der Region. Ja, ihr müsst jetzt kommen. Und am besten auch mit eurem Wein. Ja, sehr cool, genau. Am besten mit dem Wein. Wein ist immer gut, ne? Genau. Kann man ja auch tagsüber trinken, ist ja gar kein Problem. Das ist ein Wein, das ist kein typischer Wein, das ist ein Wein, der hat auch noch Humor. Und zwar, das sind die lustigsten Jungs, die ich kenne. Diesen Wein solltet ihr probiert haben. Ich habe gerade schlechte Laune, ich bin auch nicht lustig. Ja. Aber ich dachte, der Wein hat Humor. Ich habe gesagt, der Wein hat Humor. Genau, das sind zwei von dreien. Ich hole mal so eine Karte, damit ihr euch was vorstellen könnt, wie das eigentlich aussieht und zusammengesetzt ist. Einen Moment. Ja, super cool. Ja, man sieht das auch hier an dem Wein. Man sieht das auch hier an dem Etikett, wie wir uns normalerweise hinstellen. Und bis gerade eben waren wir halt auch zu dritt hier. Das ist relativ selten. Das passiert so einmal im Jahr, dass wir zu dritt auf einer Veranstaltung sind. Und jetzt sind wir zufällig hier und ja. Ja, cool. Und dann steht er immer so genau in Position. Genau, eigentlich stehen wir dann immer so in Position und schenken so den Wein aus. Nein, aber wir stellen uns natürlich öfter mal so hin. Das stimmt. Ja, sehr cool. Die Regieanweisung war scheiße. Ehrlich, immer diese Regie, ne? Ja. Der Khaled ist leider weg, die Mitte. Wir waren heute ganz glücklich, dass wir mal zu dritt hier sind, weil drei Leute, die nebenbei noch viele andere Sachen machen, zu koordinieren, ist halt schwierig. Eigentlich waren wir eben mal zu dritt hier, haben wir uns gefreut. Khaled kommt aber nachher wieder. Dann machen wir die Afterhour mit euch. Haltet ihr hier die Stellung. Und was machst du so? Ich bin Sandra, ich bin Foodbloggerin, bin aber heute mit den Event-Reportern hier unterwegs. Und ja, wir sind gerade live übrigens auf Facebook, habe ich das eigentlich schon erwähnt? Hallo. Nee, ne? Wisst ihr auch Bescheid, ne? Hallo, immer schön freundlich. Gut, dass ihr das gesagt habt. Ja, ne? So ein bisschen, ne? Datenschutzgrundverordnung läuft.
Ja, und wir nehmen jetzt einfach mal hier die Leute so ein bisschen live mit, die einfach jetzt nicht direkt auf dem Event sein können. Ja. Und machen denen so ein bisschen die Nase lang. Die wollte ich gerade sagen, gesund, aber wir sind ja alle hier hinkommen. Wir trauen uns auch. Wir trauen uns auch. Wir können ja das mal live verkosten, ob du das auch magst. Ne? Vielleicht sagst du jetzt auch, das ist die größte Scheiße, die ich je getrunken habe. Glauben wir nicht. Aber würde ich doch nie sagen. Wir produzieren ja diesen wundervollen Rosé. Ja. Mit unserem lieben Freund Jens Windisch in Rheinhessen aus 3 altdeutschen Rebsorten. Vielleicht kannst du erraten, welche das sind. Du, da triffst du genau die richtige, weil ich bin nämlich voll die Kölsch-Trinkerin. Kölsch-Mälscher, tut mir leid. Ich habe nichts gegen Wein, ich trinke auch gerne Wein. Sind wir immer noch Wein, live oder schon abgebrochen, die Übertragung? Ich habe keine Ahnung davon, aber ich kann immer nur sagen, ob lecker oder... Also ist ja eh immer Geschmackssache, aber ich probiere ihn jetzt mal. Prost, Freunde. Wir sind schon gar nicht mehr live hier. Oh Gott, wenn sie jetzt spuckt. Lecker. Haben wir gut eintrainiert vorher, ne? Nee, schmeckt wirklich super. Hier, komm her, du kriegst einen Zehner. Warum hast du mir jetzt genau den Wein gegeben? Ja, wir haben nur 2 dabei, es war eine 50-50 Chance. Also unser Weißwein ist genauso lecker. Ja. Ich hatte nur jetzt, die Flasche war einfach naheliegender. Der Weißwein ein bisschen grasiger, ein bisschen exotischer und der Rosé einfach ein schöner Sommer in einem Glas. Ja, das passt ja perfekt zu den Temperaturen. Hier ist knallewarm, ja, ne? Mega, ich schwitze deshalb. Oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, cool, dann vielen Dank auf jeden Fall für die Probierportion. Ja, vielleicht kommen wir nachher nochmal vorbei. Willst du mal deinem Kameramann auch mal einen Schluck abgeben hier? Jetzt warte, ich mach das Interview. Kameramann, und? Macht Lust auf mehr. Ah, der hat auch einen Zehner unterm Tisch gekriegt. Genau. Ja, dann danke an euch. Ja, euch vielen auch. Vielen Dank auch. Ne? Ja. Und zur Afterhour erwarten wir euch dann hier ohne Mikrofon und Kamera. Off the record hier. Ich glaube, 19 Uhr kommt der DJ. Irgendwie sowas. Sehr gut, ja. Ist natürlich immer. Und dann loungen wir auch eins unserer neuen Produkte, also vom Daniel. Daniel, wink nochmal. Daniel. Ah, da ist auch Daniel. Hör auf, mit diesen Sternekirchen rumzumachen da. Jetzt schwenk, schnell. Die machen rum. Der Daniel, der launcht heute sein neues Produkt, Mrs. Williams, aber das machen wir dann so ab 19 Uhr, denke ich. Okay. Da seid ihr alle zum Verkosten eingeladen. Dann ist doch wohl klar, dass wir wieder am Start sind. Ja, coole Sache. Ich wünsche euch noch viel Spaß und danke. Ja, dank dir, ne? Hast du ausgetrunken hier? Logisch, sehr ich mache keine halben Sachen. Bis später. Ja, bis später. Danke. Ciao, danke auch. Ja, cool. Auf jeden Fall super sympathische Truppe. Ah, ich habe auch schon einen Stand entdeckt, wo wir euch auf jeden Fall auch gleich mal mitnehmen wollen, aber da ist gerade im Moment noch ein bisschen besetzt. Da ist nämlich die Ölmühle Solling. Ja, auch hier aus Köln gibt es da einen kleinen Laden, den kenne ich auch persönlich. Und ja, eine riesen, die Ölmühle als solches ist in Bofzen in der Nähe von Niedersachsen. Ja, die sind ja auch vertreten, da gehen wir mit Sicherheit auch gleich mal vorbei. So, was haben wir jetzt hier? Wir legen Wert auf hausgemachte Qualität, naturbelassene und frische Zutaten, eine liebevolle und stressfreie Art der Zubereitung. Boah, die sehen ja cool aus. Einfach himmlisch, ohne Gluten, ohne Laktose, ohne raffinierten Zucker. Sehr, sehr cool. Die Kamera muss unbedingt mal mit mir mitkommen gleich, weil das sieht sowas von lecker aus. Himbeertörtchen. Schoko-Kokos-Törtchen. Hallo! Sieht ja alles verführerisch aus. Klasse. Ja, super gerne, auf jeden Fall. Wir sind gerade mit den Event-Reportern live auf Facebook. Ja, und wollen so ein bisschen hier was zeigen für alle die nicht beim Event mit dabei sein können. Habt ihr Lust, ein bisschen was zu erzählen, was es bei euch am Stand gibt, was ihr so macht? Spezialität sind Nussbällchen, ist Nusskonfekt ohne Zucker, ohne raffinierten Zucker, ohne Gluten und ohne Milchprodukte. Das ist eigentlich alles bei uns hier im Café in der Klufterstraße in Friesdorf. Kann man Törtchen. Achso, das ist ja auch hier in der Nähe, ne? Von Bonn, glaube ich. Genau, ne? Bad Godesberg, Friesdorf in der Klufterstraße 40 sind wir mit dem Café und machen dort alles per Hand mit ganz viel Liebe und ohne Stress. Das ist uns ganz wichtig. Ohne Stress ist immer gut, ne? Gerade beim Backen. Absolut, bei allem, ne? Beim Kochen und beim Backen zubereiten. Genau. Ja, das stimmt. Also finde ich auch. Meistens geht es ja irgendwie nur in die Hose, wenn man sich selber zu viel Stress macht, Zeitdruck oder was auch immer, ne? Wenn man ein bisschen Zeit einplant, geht das eigentlich alles. Und das kann man dann auch schmecken, ne? Im Endprodukt. Ja, diese Qualität kann man schmecken. Absolut. Liebe geht durch den Magen, ne? Ja, Liebe kann man schmecken, ja.
Was ist denn so ja, euer Lieblingstörtchen von denen, die jetzt hier gerade stehen? Gibt es da was oder ist das also schwer zu entscheiden? Mein Lieblingstörtchen ist dieses. Das ist ein Kürbismandelteig mit Espresso-Creme. Cool. Mhm. Genau. Was ist da für ein Kürbis drin? Butternut oder Hokkaido? Oder? Hokkaido. Ja. Hokkaido-Kürbis, genau. Ja. Ihr habt da wahrscheinlich auch vorher dieses Kürbispüree dann draus gemacht und dann mitverarbeitet. Ich stecke den Kürbis ganz, wie er ist, in den Backofen. Eine Stunde, dann ist er schön weich. Und dann muss man nicht groß schälen und sich da abmachen mit einem Schneidemesser oder Machete. Dann geht es ganz butterweich und kann das Kerngehäuse rauspullen und dann einfach mitverarbeiten im Teig. Das ist ja cool. Es werden hier sogar die Geheimchips mal raten, aber das wusste ich auch noch nicht. Weil ich mache immer, wenn ich das Kürbispüree zum Backen mache, immer vorher die Wedges und ja, stimmt, das hier ist genauso. Ist immer so ein bisschen tricky, je nachdem, ne? Genau, mit der Schale, ist der Kürbis so hart. Ja, ja, genau. Ja, cool. Das werde ich auf jeden Fall das nächste Mal auch so ausprobieren. Ich mache auch Kochkurse. Also bei uns kann man auch Kochkurse besuchen und Backkurse. Und da gibt es viele Kniffs und Tricks, wie man mit Alternativen umgehen kann zu Milch und Gluten und Zucker. Also ist immer ganz lustig bei uns auch. Cool, wie viele Leute sind da so bei den Koch- und Backkursen? Meistens kleine Gruppen, ich möchte es auch nicht so groß machen. So 10, 12 maximal. Ich mache aber auch so Team-Workshops für Firmen oder größere Gruppen auf Anfrage, aber dann gezielt so, ne, auf ein Thema Kochen und dann zusammen schön essen. Im Café kann man das sehr gut. Also ich habe eine schöne Location, so shabby Look und es ist richtig gemütlich bei mir. Mhm. Super, klingt auf jeden Fall toll. Ja, da würde ich jetzt natürlich total gerne mal so ein Nussbällchen probieren. Ich habe mir schon die Nase so lang gemacht. Das war jetzt auch zuckerfrei, vielen Dank. Sieht super aus. Ist das quasi sowas wie diese Energy Balls, die man auch so kennt? Irgendwie sowas in die Richtung? Oder? Lecker. Überleg gerade, was ich da noch rausschmecke. Irgendwas schmecke ich da noch raus. Aber ich will jetzt nicht alle geheimen Tricks hier irgendwie rausquetschen. Total super. Klasse. Ja, dann vielen Dank, viel Spaß noch. Ne? Vielleicht kommen wir nachher nochmal zum Probieren wieder. Tschüss. Das war auf jeden Fall lecker. Bisschen Kontrastprogramm zum Weinchen. Muss ja auch mal sein. Boah, es ist übrigens so ein geiles Wetter. Wollt ihr eigentlich mal rausgehen, Leute? Eigentlich können wir doch mal rausgehen. Oder? Muss man doch die Gunst der Stunde ein bisschen nutzen. Oh, herrlich. Ist das cool. Also hier ist nochmal, wow, wir sind direkt am Rhein. Guckt euch das an. Ist das geil. Sehr cool. Also hier draußen kann man auf jeden Fall auch noch entspannt sitzen, was essen, was trinken. Das gefällt mir auf jeden Fall mal richtig, richtig gut. Wahnsinn. Leute, ihr könnt ja mal schreiben, wie warm ist es denn gerade bei euch? Ich weiß gar nicht, wie viel es jetzt hier sind. Gefühlte 30 Grad oder was? Locker flockig in der Sonne. Echt richtig, richtig cool. Hinten direkt der Rhein, also wirklich herrlich. Herrlich. Ach, ich könnte mich ja jetzt hier auch in so einen Sessel setzen, ne? Aber ihr wollt bestimmt noch mal rein, ne? Wir haben ja noch nicht alles gesehen. Wir haben ja noch nicht alles gesehen. Gehen wir mal wieder rein. Das sieht auch hier aus, wie so im Alpenstil oder was? Keine Ahnung. So. Gucken wir noch mal. Ich würde sagen, wir gehen noch mal so ein bisschen. Ich glaube, hier waren wir noch nicht in der Richtung, weil ich wollte euch ja noch mitnehmen zu meiner Ölmühle aus Köln. Da gibt es nämlich ganz tolles Öl. Ach nee, wo waren die noch mal? Da hinten. Gut versteckt. Ah, jetzt ist die Sarah. Ach, da ist sie ja. So, jetzt sind wir da angekommen, wo wir ankommen wollten. Hi, grüß dich, na? Hallo. Hallo. Wir sind gerade live auf Facebook, liebe Sarah. Vielleicht hast du ja Lust, ein bisschen was zu erzählen über eure Öle, eure Produkte. Ich kenne sie ja schon, aber also, ne, Daumen hoch. Absolut beste. Ja, von daher,
Kannst du uns gerne mal erzählen, was ihr hier so Leckeres mitgebracht habt? Genau, also wir haben insgesamt ungefähr 100 Produkte, die wir selbst herstellen. Wir haben jetzt heute tatsächlich meine Lieblingsprodukte dabei. Ungefähr ja, so 10, 15 Öle dabei. Zum Beispiel, was momentan mein absolutes Lieblingsöl ist, ist das Senföl. Kennst du das schon? Das ich glaube nicht, ne. Senföl ist zu 100% aus Senfsaat gepresst. Hat auch wirklich einen schönen, kräftigen Senfgeschmack mit ätherischen Ölen. Passt super gut zum Salat, zum Dip, zum Kartoffelsalat, auch zu Fleisch und Fisch. Kannst du gleich mal probieren, ist echt super. Ansonsten Kaffeemandel ist heute irgendwie auch sehr beliebt. Das ist ein Öl, was mit Kaffeebohnen und Mandeln hergestellt wird. Keine weiteren Zutaten. Schön so für Desserts oder auch zum Backen was ganz Feines. Und Tandoori ist tatsächlich auch so ein Öl, ja, was ich fast täglich verwende. Das ist ja ähnlich wie eine Currymischung, ist noch ein bisschen mehr Knoblauch mit dabei. Auch alles, wie all unsere Produkte aus Bio-Zutaten hergestellt. Sehr cool. Das Tandoori-Öl habe ich gestern probiert. Das ist auf jeden Fall auch total super. Sehr cool. Ja, das Senf würde ich super gerne mal probieren. Ja. Ich bin mal gespannt. Ein bisschen Brot nehmen, ja, mal so genau. Für das brauner und gelber Senf. Das habe ich, glaube ich, auch noch nie probiert. Ich habe so einen, richtig schöne Farbe, einen Lieblingsdip. Das sind 5 Zutaten, also Joghurt, Senföl, Honig, Salz und Pfeffer. Das ist eigentlich so ein Dip, das geht überall. Also zu Gemüse, zu Ofengemüse mache ich das ganz oft. Oder auch zum Wrap. Ja. Also es ist wirklich lecker. Man schmeckt den Senf deutlich raus. Genau. Jetzt auch nicht zu viel oder so, dass es irgendwie unangenehm ist oder so. Echt genau. Lecker. Nur Senf, nichts anderes mit dabei. Ja. Hast du denn auch mal, mein Lieblingsöl dabei? Das heiß geliebte Chiliöl. Ich habe gerade schon gesagt, wir haben noch eine Flasche Chiliöl. Der Rest ist tatsächlich schon weg. Dieses Schild hier, Vorsicht, sehr scharf, das ist auch wirklich ernst gemeint. Das glauben mir immer viele nicht. Und gerade dadurch, dass das Schild hier steht, denken immer alle, wenn da scharf draufsteht, ist das nicht scharf. Aber es gab schon das ein oder andere verzogene Gesicht heute. Aber nein, das ist total lecker. Es hat fast 4500 Scoville, dieses Chiliöl. Wird mit getrockneten Chilischoten zubereitet und du weißt ja, wie scharf das ist. Ja, also für mich geht das absolut. Ich esse ja auch super gerne scharf, aber ich muss sagen, ich muss das zu Hause auch alleine essen. Ja. Ja. Also ich kipp's mir halt immer nachher aufs Essen. Also ich habe da auf jeden Fall auch einen regen Verbrauch. Aber ja, ist schon ein bisschen schärfer. Genau. Ich finde ja auch, der Vorteil ist, dann braucht man halt auch einfach nicht so viel nehmen, wenn jetzt jemand Fett sparen möchte zum Beispiel. Was an diesen Ölen auch schön ist, gerade beim Chiliöl macht das Sinn. Oh, falsch. Die haben hier alle so einen Ausgießer. Das kennst du ja schon. Das heißt, man kann wirklich so tropfenweise dosieren. Es kommt nicht so viel Sauerstoff in die Flasche. Und du kannst das einfach mit Salz und Pfeffer auf den Tisch stellen. Und jeder kann sich eben die Schärfe selbst zubereiten so, oder selbst abstimmen. Ja. Das kann man auch mit anderen Ölen machen. Man kann auch schön mediterranes Öl nochmal auf den Tisch stellen. Zu Pasta einfach nochmal ein bisschen, ja, wer es einmal ein bisschen kräftiger haben möchte. Genau. Arganöl ist auch was Feines. Ne? Das kann man sich auch nochmal als Topping über Gemüse oder sonst passt es auch klassisch zum Salat. Ja. Ja, ich finde auch das Arganöl mit dem Balsamessig, ich weiß das gar nicht mehr, woraus der genau war. Ist Apfelquitte vielleicht, dieser Balsamessig? Nee. Ich glaube, Dattel war das. Ja. Ich fand, das passt super zusammen. Ja. Da brauchst du einfach nicht mehr viel. Also ich mache das einfach nur ein bisschen Salz, Pfeffer, ein paar gehackte Nüsse. Das ist echt super lecker. Auf jeden Fall. Ja, cool. Ja, dann danke ich dir. Danke dir auch. Ja, viel Spaß noch. Wir sehen uns, genau. Euch auch noch viel Spaß. Kommt bestimmt nachher nochmal vorbei. Das ist schön. Ja, ist genau. Ist das letzte Chiliöl dann noch da? Vielleicht auch nicht. Mal sehen. Ja, ich habe ja zum Glück jetzt erstmal wieder welche zu Hause. Bin gut versorgt. Ja, aber könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen, ne, wenn ihr hier gerade aus Köln kommt. Ansonsten gibt es das Ganze auch online zu kaufen. Guckt einfach mal vorbei, ist auf jeden Fall absolut klasse. Gut, ich würde sagen, wir spazieren mal ein bisschen weiter rum, ne, mal gucken, was uns hier noch so erwartet. Wo darf ich denn meinen Müll loswerden, Sarah? Ah, super. Okay, tschüss. So. Steht ihr auch so auf scharf oder sagt ihr eher, Chiliöl geht ja gar nicht? Wow, da hinten gibt es Lakritz. Das ist natürlich auch was für mich. Jetzt habe ich ja gerade was Herzhaftes gegessen. Und nach Herzhaft muss ja irgendwie immer süß kommen. Also hier gibt es wohl ganz viele verschiedene Lakritz-Sorten, wie ich hier sehe. Ah, okay. Shock-coated Licorice. Was haben wir denn hier noch so? Salty Caramel. Also das klingt ja schon mal... damit hat man mich ja schon mal, ne? Muss ich gar nicht probieren. Salty Caramel geht ja irgendwie immer. Caramel Rouge,
ist ja echt cool, ne? Also eigentlich kennt man ja von Lakritz immer nur so, ja, was kennt man denn da, ne? Passend zu Bonn Haribo, klar. Oder auch mal so dieses Salzlakritz, was ein bisschen würziger ist, aber das ist ja jetzt hier schon, wie cool das auch aussieht, ne? So Kupferfarben, sieht aus wie so Weihnachtskugeln auf jeden Fall. Hält aber nicht lange bestimmt, wenn man es als Weihnachtskugel nimmt. Chock-coated Licorice. Cool. Hi. Bei euch gibt es leckeres Lakritz, wie ich hier sehe. Wir sind gerade live auf Facebook. Okay. Hast du vielleicht Lust, ein bisschen was zu erzählen, was bei euch heute, was ihr so mitgebracht habt? Kann ich gerne machen. Cool, freue ich mich. So, uns gibt es seit 11 Jahren jetzt. Wir kommen aus Kopenhagen, sind eine dänische Firma. Und unser Ding ist, wir ummanteln Lakritz mit Schokolade. Genau, wir haben ganz besonders jetzt 4 Weihnachtssorten. Das ist einmal mit einer Dolce de Leche Schokolade und mit ein bisschen Salz und Pfeffer. Und eine dunkle Schokolade haben wir auch. Genau, das sind unsere Limited Editions. Wir haben die ca. 5-mal im Jahr. Neben unserem Basic-Sortiment, was die schwarzen Sorten da vorne sind, mit Schokolade, ohne Schokolade, für jeden was dabei, jede Geschmacksrichtung, ob dunkel, weiß, Vollmilch, wir haben alles. Cool, was ist denn so dein Lieblingslakritz? Mein Lieblingslakritz. Oder ist wahrscheinlich schwer, sich zu entscheiden, oder? Ist sehr schwer, sich zu entscheiden, aber wir haben uns alle satt gegessen mittlerweile, weil wir so viel essen. Aber das Classic, würde ich sagen. Mit dem süßen Lakritzkern, der Dolce de Leche Schokolade, ein bisschen Salzanteil drin, ist super lecker. Und sieht sehr schön aus. Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade schon gesagt, so ein bisschen Weihnachtskugel. Hast du denn schon probiert? Nee, noch nicht. Möchtest du mal probieren? Ja, super gerne. Ich liebe Lakritz auf jeden Fall, total gerne. Danke. Das ist jetzt das Classic, ne? Salty Caramel. Bleibt mehr für mich? Nicht schlecht, oder? Super. Genau. Und sehr lecker. Nicht zu vergessen unseren super Adventskalender, den wir dieses Jahr haben. Den gibt es jedes Jahr und hier sind alle Sorten drin, die wir das ganze Jahr über hatten. Genau, alle limitierten Editionen, alle Standards, alles drin. Viele Überraschungen für jeden Tag. Ja, sehr cool. Kann man sich jeden Tag ein paar Kügelchen holen. Ja, cool. Hast du noch irgendwas anderes, wo du sagst, hier, das musst du unbedingt mal probieren, das schmeckt ganz toll? Wenn du ein Lakritz-Fan bist. Ja, total, total. Dann würde ich dir super gerne den Black Snowball anbieten. Mhm. Genau, auch ein süßer Lakritzkern mit einer Schokolade drumherum, bisschen Salz, Pfefferanteil drin, würzig, aber trotzdem durch die Zuckerschicht ziemlich süß. Was sagst du? Anders speziell, aber sehr lecker, oder? Also der hier ist ein bisschen süßer, ne? Kann das sein? Ja, genau, durch die Schokolade eben auch. Aber auch lecker, jetzt gerade so auch im Nachgeschmack. Also ich finde es echt eine mega geile Kombination. Ich muss sagen, kann ich bislang auch noch gar nicht mit Schokolade. Kann ich den auch noch probieren. Ja, na klar. Na voll, der Lakritz-Junkie, genau. Danke. Wir haben auch eine deutsche Schokolade mit ein bisschen Kirsche mit drin. Mmh. Nicht schlecht, auch cool, oder? Super. Ja, sehr geil. Also ich glaube, hier muss ich definitiv nachher nochmal wiederkommen. Ja. Genug mit dabei. Komm gerne vorbei. Super, alles klar. Danke dir. Ne? Bitte. Viel Spaß noch. Tschüss. Ach, herrlich, war das lecker. So, dann gucken wir mal, was wir euch noch zeigen können, ihr Lieben. Da hinten gibt es Salatsoßen. So, alle, die jetzt von Anfang an dran waren, hier sind wir quasi wieder am Anfang, aber hier waren wir noch nicht. Was gibt's denn hier Leckeres bei euch? Hi, wir sind gerade live auf Facebook. Ja, cool. Hi. Und nehmen jetzt gerade alle so ein bisschen mit, die heute hier nicht im Food-Hotel in Bonn dabei sein können. Aber ihr könnt euch das gerne hier so ein bisschen live mit anschauen. Wir machen euch die Nase lang hier mit den Leckereien. Was gibt's denn Schönes bei euch? Bei uns gibt's lecker Marmelade in der Tube. Marmetube heißen wir. Und haben Premium-Fruchtaufstrich. Genau. Was macht denn so Premium? Wir haben 66% Fruchtanteil. Verzichten gänzlich auf Sirup und Konzentrate und herkömmliche Produkte hat man meistens so bei 50% Fruchtanteil, genau. Cool, und was habt ihr so für Sorten jetzt hier mitgebracht? Wir haben einmal Erdbeere, Aprikose, Sauerkirsch und Himbeere, alle mit jeweils 66% Fruchtanteil. Darf ich mal was probieren? Gerne, einfach zuschlagen. Ja, dann würde ich deine Lieblingssorte? Ja, eigentlich bin ich so voll der Himbeer-Junkie. Kokos und Himbeer. Bei Kokos waren wir eben schon. Dann probier einfach mal Erdbeere. Okay. Scheiße, hätte ja klappen können.
Wenn du möchtest, kannst du auch gerne einmal ausprobieren, wie praktisch lecker das jetzt letztendlich ist, mit der Tube sich quasi das ist ja auch eine geile Idee auf das Brot, ne, zu schmieren. Ja. Soll ich einmal halten? Ja. Kannst du mein Geschmatze mal aufnehmen? Ich esse eigentlich nicht so gerne vor der Kamera, aber mir bleibt nichts anderes übrig. Das sieht einfach alles so lecker aus. Das sieht ja voll aus wie ein Herz hier. Dann nehme ich das doch weg mal. Himbeerherz. Kannst gerne auch einmal probieren, wie man das rauf macht. Ach so. Ach, das mit probieren. Wir haben noch über das Dosieren geredet, deswegen. Wenn ich probieren höre, dann greife ich automatisch alles weg zu. Dafür ist es da. Cool. Ist ja echt eine coole Sache. Witzig. Und gleichzeitig hat die Tour einfach die Vorteile, dass es halt keinerlei Verschmutzung mehr von Butter oder Nutella oder was auch immer da dann hier reinkommen kann. Und dementsprechend ist es halt auch so, dass diese Keime und Bakterien, die man damit reinbringt, halt einfach... Ja, ist auf jeden Fall alles sehr hygienisch. Klar, man macht ja einfach nur eine Tube genau auf. Wir sagen halt vor immer, allem nicht mehr so diese Geschichte mit dem Buttermesser in die Marmelade oder ins Nutella. Genau, genau, ich genau. Sowas ja wie die Pest, ne? Ich genauso. Wo gibt es die denn zu kaufen, die Produkte? Wir sind schon insgesamt in 500 Supermärkten mittlerweile gelistet. Und man kann zum Beispiel bei marmetube.de halt in den Shopfinder reingehen, seine Postleitzahl eingeben und dann kann man schauen, wo denn der nächste Supermarkt ist, wo es Marmetube gibt. Ja, sehr cool. Auf jeden Fall eine witzige Idee und lecker schmecken tut's auch. Dankeschön. Ne? Viel Spaß noch. Coole Sache. Tschüss. So langsam gefällt es mir ja richtig gut. Ich komme hier aus dem Probieren nicht mehr raus. Das gefällt mir. Ah, hier habe ich ja schon probiert, das war ja auch lecker. Dann gucken wir mal, wo wir bislang noch vorübergegangen sind. Ich glaube, wir können ja mal wieder so ein bisschen Richtung Eingangsbereich gehen, weil da sind wir nämlich ganz am Anfang relativ zügig vorbeigegangen, weil wir direkt einen gewissen Stand angesteuert haben. Nehmen wir euch mal wieder mit. Ah, jetzt geht auch wieder das Bühnenprogramm da weiter. Der eine oder andere entspannt, lädt ja auch gerade zum Entspannen hier ein. Alles ziemlich chillig. Die habe ich auch schon mal irgendwo gesehen, die Kollegen. Weiß gar nicht, was da läuft. Müsst ihr mal auf der Facebook-Seite oder auf der Webseite gucken, da ist das ganze Programm drauf. Aber was da jetzt genau ist, ach, über die Jackfrucht. Okay, kennt ihr die eigentlich, die Jackfrucht? Das ist doch diese Kotzfrucht. Hier ist ja auch so ein Stand, wo man die probieren kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es ein bisschen lang. Bislang habe ich mich noch nicht dran getraut, aber der Tag ist ja noch nicht vorbei. Aber hier gibt es einen Stand, wo mir vorhin der Tipp verraten wurde, dass wir da unbedingt mal hin müssen. Ich kriege hier zwar immer nur Tipps für Alkohol, aber es tut der Sache ja keinen Abbruch. Burgendrink. Habe ich eben den heißen Tipp bekommen. Den sollten wir uns noch mal ein bisschen genauer anschauen. Gin ist ja in aller Munde und ja, da gucken wir auf jeden Fall mal, was die Jungs da Leckeres zaubern. Hier wird gerade fleißig eingeschenkt, also das ist auf jeden Fall mal gut besucht, der Stand. Falls ihr euch erinnert, hier sind wir nämlich eben reingekommen, das war quasi ja so der Anfangsbereich. Da war nämlich auch schon jede Menge Action. Kleine Gin-Verkostung. Ja, super gerne, genau. Ich glaube, wir dürfen gleich mal probieren. Wollt ihr mitkommen? Das ist echt mies. Ne? Jetzt halte ich euch nicht nur was zu essen in die Kamera, sondern auch noch was zu trinken. Gucken wir mal. Ist hier der Kuschel. Hi! Wir haben einen heißen Tipp bekommen von Jana und Lars, dass wir hier unbedingt mal vorbeigehen sollen. Wir sind gerade live auf Facebook mit den Event-Reportern. Ich bin Sandra von Sandras Kochblog. Und ja, wir sind gerade, wie gesagt, live und wollen ja unseren Zuschauern so ein bisschen zeigen, welche Stände hier so sind. Und ja, ihr wurdet uns heiß empfohlen. Wir sollten unbedingt mal bei euch vorbeigehen. Ja, hast du denn Lust, mal kurz zu erzählen, was ihr hier, also man sieht es ja, was ihr hier macht, aber was euch jetzt speziell ausmacht? Genau, wir kommen aus der Region Fulda. Burgen statt Schlitz, deswegen auch der Name Burgen der Linie.
bieten heute Gin an, haben einen normalen Gin dabei, Vakuum destilliert, sehr hochwertig destilliert, mit neben Limettennoten, Zitrusnoten, Wacholder, klar, als Gin-Grundnote haben wir da drin Süßholz und Kardamom und Fenchel. Dann haben wir einen dabei, der Sillers Cut, neben Wacholder, Himbeere, Mandel, haben Kaffeelikör dabei, Nüsse dabei, also schöne, runde Spirituosen, genau. Ja, klingt ja auf jeden Fall super. Sieht doch alles sehr lecker aus. Ja. Darf ich denn mal ein kleines Schlückchen probieren? So einen genehmigen kann man sich ja mal. Ich lasse mich einfach mal, ja, einen Gin, ich lasse mich mal überraschen. Bin ich ja mal gespannt, was ich hier gleich kredenzt bekomme. Dann darf ich den Gin mit den Zitrusnoten anbieten. Würde dazu einen Tonic empfehlen aus Griechenland, Three Sense Tonic. Mit Gurken-Basilikum-Geschmack, ja. Das hört sich super an. Vielen Dank. Sehr gerne, ganz viel Spaß. Super. Was soll ich sagen? Schmeckt irgendwie alles super, aber es ist eine geile Kombination. Richtig geil. Also das schmeckt wirklich besonders, kann man echt sagen. Mit Heu aus der Region bei uns, irgendwie mal ein ganz anderes Erlebnis. Wir haben auch den Gin nochmal kombiniert mit Heu aus der Region. Einfach den Geschmack extrahiert von dem Heu. Kann man auch probieren, wenn Interesse besteht, nochmal eine kleine Probe vielleicht. Da sage ich doch nicht nein, ne? Trinke ich den schon mal aus in der Zeit. Prost, Kameraden! Also der hat auf jeden Fall schon mal super geschmeckt. Bin ich mal sehr gespannt. Das ist ja auch echt eine coole Idee mit dem Heu. Habt ihr sowas schon mal gesehen irgendwo? Ich noch nicht. Genau. Etwas spezieller? Mhm. Keine Frage, aber was Spannendes. Spannend klingt immer gut. Den nehmen wir. Ich danke dir. Ja, krass. Was ganz anderes. Total. Total. Krass. Also man schmeckt da schon deutlich raus mit diesem... Also es ist wirklich so, wenn man dran riecht, eigentlich genauso schmeckt es auch. Also so dieser... Ja. Ist ja auch gesund, oder? Ja. Ist doch immer gesund. Sehr cool. Ja, dann danke ich euch ganz herzlich. Komm bestimmt später nochmal vorbei auf ein Gläschen. Ja, viel Erfolg noch, ne? Und war ein cooler Tipp von Lars und Jana. Ciao! So, schon wieder Gin. Mehr kann ich nicht trinken, ich muss ja auch noch Auto fahren. Kein Alkohol am Steuer. Insektenriegel, oh Gott, das ist mies. Ich kriege hier gerade so einen Wink mit dem Zaunfall, ich soll mal zu den Insektenriegeln gehen. Leute, soll ich das wirklich machen? Startup hier, der Insektenriegel. Das ist ja cool. Was gibt es denn da für Sorten? Red Berries, 20% Protein, Chia, Hazelnut, Raw Kakao. So, ich überlege ja noch, ob ich probieren soll. Ich bin bestimmt nicht die Erste, die so skeptisch ist. Was habt ihr denn für Riegel mitgebracht? Wir haben Insektenriegel da, als Fitnessriegel gedacht für nach dem Sport. Die sind alle mit der Grille drin als Proteinquelle und Datteln sind als Basis drin für den, es ist gedacht als Regenerationsriegel für nach dem Sport und eben dann Datteln als Kalorienlieferant. Wir haben drei super leckere Sorten, Red Berries, Chia Hazelnut und Raw Kakao und Sie können gerne mal zugreifen. Ich guck mal gerade, darf ich einmal rumdrehen? Ich wollte mal gerne auf die Nährwerte noch gucken. 122 Kalorien der Riegel hier, genau. Genau, das ist gerade meine für nach dem Sport. Ja. Deshalb sind die ganz wichtig. Dann cool. Und kein zusätzlicher Zucker sehe ich gerade. Nee, nur über die Datteln. Ja. Genau. Hier ist auch nochmal im Überblick, warum wir die Grillen nutzen. Das ist ja witzig. Und wo sammelt ihr die? Mit dem Glas auf der Wiese? Fast, nein. Die kommen aus Thailand, werden da gezüchtet, zu Grillenmehl verarbeitet. Das kommt dann nach Deutschland und in Deutschland werden die Riegel produziert. Ja. Was meint ihr? Soll ich es mal wagen? Der Kameramann nickt. Probierst du auch? Darfst du auch eine Sorte aussuchen? Ich habe genug für alle zum Probieren. Was möchtest du denn? Mit Chia, mit Red Berries oder mit Kakao? Kakao schmeckt mal weniger. Ist ja was für Anfänger hier. So.
tatsächliches Papier. Welchen nehme ich denn? Sagen am Anfang, man schmeckt es nicht. Ich nehme den mit Haselnuss. Ja, muss klickt aber wieder drauf. Und? Schmeckt nach Grille, ne? Was soll ich sagen? Schmeckt nach Grille. Da ich noch nie Grille gegessen habe, weiß ich nicht, wie Grille schmeckt. Es schmeckt auf jeden Fall lecker. Ja, gut. Genau. Nee, wie machen die nochmal? Zurren. So. Hiermit beenden wir jetzt den Livestream und zurren eine Runde. Nein, cool, auf jeden Fall. Also ich hatte so überhaupt gar keine Vorstellung, wie das überhaupt schmeckt. Aber geht wahrscheinlich den meisten so. Es schmeckt nach Datteln in erster Linie. Das sagen alle, das ist halt so die Basis. Und dann halt die unterschiedlichen Geschmacksrichtungen schmeckt man raus. Aber die wenigsten können sagen, sie schmecken Grille raus. Und sind alle überrascht und sagen, ja, schmeckt ja total lecker. Ja, ist ja cool. Wäre ja auch irgendwie echt, wenn einer sagen würde, ich schmeck da Grille raus, der würde sie ja wahrscheinlich ständig dann essen. Ja, ja, cool. So ist es. Ja, super. Dann viel Erfolg euch noch und danke, ne? Danke. Ciao. So, ich habe Grille gegessen, Leute. Was soll ich sagen? Darauf doch vielleicht ein Popcorn? Oder wo wollen wir jetzt hingehen? Hier gibt es schon wieder Riegel. Überall gibt es Riegel. Genau das Richtige für so ein Riegelopfer wie für mich, würde ich mal sagen. Hi, ich bin Sandra von den Event-Reportern. Wir sind gerade live auf Facebook unterwegs und nehmen jetzt all die hier so ein bisschen mit durchs Food-Hotel, die heute nicht mit dabei sein können, und zeigen so ein bisschen die Stände und die Produkte, die so mitgebracht worden sind. Was gibt es denn bei euch heute? Wir machen Popcorn aus Urmais als erst in Europa. Wir haben eine alte, unveränderte Maissorte entdeckt, die ganz klein ist und total super eigenen Maisgeschmack hat, so wie Popcorn eigentlich schmecken sollte. Wir haben uns auf die Suche nach dem Ursprung des Popcorns gemacht und diese alte Maissorte entdeckt, die seit 300 Jahren ungefähr nicht verändert wurde und von den Amish im mittleren Westen der USA angebaut, gehegt und gepflegt wird. Von denen beziehen wir den Mais und importieren den nach Deutschland und machen daraus zwei Sorten für den Einzelhandel beziehungsweise verkaufen auch den Urmais an sich, um selber Popcorn zu Hause herzustellen. Was machen die meisten, selber herstellen oder lieber eher verschiedene Sorten kaufen? Was ist so das, was am besten geht? Ja, das kann man so genau nicht sagen. Die meisten kaufen doch gerne fertiges Popcorn. Und ja, ein gutes Drittel kauft Mais und macht es sich dann selber in der Pfanne, im Topf oder in der Mikrowelle zu Hause. Das kommt immer darauf an, ob man das frisch essen möchte und es warm sein soll, dann macht man das natürlich selber. Oder ob man sich auch mit dem nicht frischen Produkt in dem Fall abgepackt zufrieden gibt. Ja, cool. True Popcorn, Urmais, okay. Das passt ja. Ja, was habt ihr hier zum Probieren mitgebracht? Popcorn-Praline mit Marshmallow. Genau, wie geil ist das denn? Verflüssigte ist ja cool. Popcorn wird mit Rapsöl hergestellt in der Popcornmaschine und dann zu einem Mehl verarbeitet im Mixer. Und dann zusammen mit Marshmallow verflüssigt und mit der Hand zu Kugeln geformt. Das ist ungefähr eine Woche haltbar, weil wir das jetzt selber noch herstellen und vertreiben. Das kann man dann ergänzen mit Nüssen, Kokosraspeln, Schokoladenüberzug. Also ist einiges möglich. Ist ja auch witzig, ne? Mal was ganz anderes. Cool. Geschmacksrichtungen, so wie Himbeere oder Erdnusskaramell. Sehr süß, sehr fruchtig, aber leichte Säure. Dann haben wir auch noch unsere kleinen Sprittern, dass da nichts mehr reinkommt. Jetzt hier, sieht natürlich ganz normal aus wie ein Popcorn, ja. Leicht gesüßte und leicht gesalzene Variante. Ein Vorteil bei diesem Popcorn ist ganz einfach, man braucht, ich sag mal so, sehr wenig zusätzliche Zutaten. Ja, also wir vermeiden so wenig, also wir verwenden so viel als nötig, aber so wenig als... Dankeschön. Ja, also es ist wirklich so, dass man sagt, okay, das wird einfach mit Rapsöl aufgepoppt, dann kommt etwas Zucker dazu. Und ja, oder etwas Salz, je nachdem. Ja. Es soll den Geschmack des Popcorns nicht über, ja, also nicht zu viel werden. Also der Geschmack des Popcorns soll immer noch erhalten bleiben. Das ja, ist ganz cool. Wichtig. Ich würde total gerne mal das mit dem Himbeer probieren. Das würde mich mal interessieren. Entschuldigung, kein Problem. Ist ja auch eine coole Farbe. Das stimmt. So, darf ich mal? Gut. Ist lecker. Auf jeden Fall. Das ist mal komplett was anderes. Es besteht wirklich nur aus, aus pulverisierten Himbeeren, das dann zusammengemixt wird und das war's. Mehr ja, witzige Idee eigentlich. Also manchmal muss man nur die Ideen haben, also schmeckt echt gut zusammen. Ah, cool. Super hingekriegt. Danke euch, ne? Viel Spaß noch. Und schon wieder was probiert. Also es ist Himbeer, Kokoslastig und alkohollastig. Läuft doch. Ja, schauen wir mal, ob wir euch noch was Schönes hier zeigen können.
Pfeffersack und Söhne, hier sind Gewürze, hier gibt es Pralinen. Ich könnte jetzt noch mal was Herzhaftes vertragen, ne? Nach dem Janssen Süß, jetzt hier. Wo gehen wir denn jetzt noch mal hin? Also wie ich mir da, wenn ich mir gleich was an diesen Foodtrucks hole, dann nehme ich euch da nicht mehr mit. Das wollt ihr nicht sehen, wie ich mir da alles reinstopfe. So, die Probierportionen, die gehen noch vor der Kamera. Fit und gesund mit Algenschokolade. Ist ja auch witzig. Guckt euch mal das Outfit von ihm an. Sieht ja auch cool aus. Sehr, sehr geil. Also Algenschokolade kenne ich ja überhaupt noch nicht. Algenchips habe ich letztens probiert. Du machst dich super in dem Outfit. Sieht top aus. Habt ihr das schon mal probiert? Algenschokolade? Was ist denn da alles drin? Acerola, Kakao, Amaranth, Alge. Sehr cool. Ja, mal gucken. Vielleicht können wir da ja gleich noch mal was probieren. Da war ja gerade ein bisschen was los. Gin de Cologne. Dann, also hier gibt es noch mal Gin, aber Leute, da müssen wir jetzt vorbeigehen. Ich kann nicht mehr. Ich brauche erstmal ein bisschen Grundlage. Wenn es euch übrigens gefällt, der Livestream, ne, dann könnt ihr gerne mal jetzt schon mal einen Daumen nach oben da lassen. Ne? Wenn ihr Bock habt, könnt ihr den natürlich auch super gerne nachher teilen. Wenn ihr jetzt sagt, Mensch, das würde ich doch mal gerne meinen Freunden zeigen, was da so cool ist in Bonn abgeht und dem will ich Appetit machen, könnt ihr den auch gerne mal in die Kommentare schreiben, dass der sich das hier auch noch anschaut. Ja. Dann sind wir jetzt, glaube ich, auch hier soweit durch. Oder haben wir noch irgendwas vergessen? Wir flitzen noch mal zurück zum Chefkochstand, weil hier genau waren wir nicht. Genau. So, dann gucken wir mal, ob wir jetzt jemanden von unseren Veranstaltern von Chefkoch noch mal vor die Kamera bekommen, noch mal für ein kurzes Statement. Schauen wir einfach mal. Ja, hier sind wir ja eben schon gewesen. Also hier haben wir quasi fast angefangen in der Nähe vom Eingang. Hallo, wir waren jetzt hier, ich meine, 1,5 Stunden, glaube ich, unterwegs, live auf Facebook. Wollten jetzt gleich den Livestream beenden. Wir haben jetzt unsere Zuschauer so ein bisschen mitgenommen an die verschiedenen Stände, überall probiert, war total super. Und ja, wir würden uns freuen, wenn wir nochmal so ein kurzes Abschlussstatement bekommen von euch zu dem heutigen Event. Ja, uns freut es total, dass, hier so viele Besucher sind, jung und alt, und dass diese Vielfalt da ist und es so gut angenommen wird. Und macht einfach großen Spaß. Super. Ja, ich muss auch sagen, also es ist wirklich viel los, aber ich finde es auch nicht zu voll. Ne? Also man hat immer die Chance, an die Stände dran zu kommen. Man kann viel probieren und hat auch was davon, hoffentlich. Ja. Ja. Also sagt er, rundum gelungenes Event, können wir uns nächstes Jahr wieder auf ein neues freuen. Genau, auf jeden Fall, nächstes Jahr wieder. Sehr cool. Ja, das ist doch mal ein besseres Abschlussstatement, hätte ich jetzt nicht geben können. Von daher freuen wir uns ja auf jeden Fall, nächstes Jahr gibt es das spätestens wieder. Ja, vielen lieben Dank an euch, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch noch einen tollen Sonntag. Wie gesagt, wenn ihr hier aus der Nähe seid, habt ihr immer noch die Chance, vorbeizuschauen. Und ja, lasst euch einfach gut gehen und bis dann. Tschüss.